Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg. Was machst du denn? Du bringst uns doch um. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen zielen auf uns. Jetzt. Lässt ihn noch nicht wirklich zurück? Das ist krass. Was muss ich machen? Hui! Finde ich schon ein bisschen heftig, dass sie den wirklich zurückgelassen hat. Dass sie den zurückgelassen hat, einfach so. Wow, Munition habe ich voll. Pfeile habe ich auch voll. Wo muss ich hin? Wo kam ich denn her, Mensch? Muss ich doch irgendwie wieder hochkommen. Wahrscheinlich über diese zufällig richtig hohe Kiste. So. Hui, das geht ab. Zack. Loslassen. Kann ich hier... Na komm. Ach, ich muss da runter. Boah. Ja, und jetzt? Nee. Ups. Fange ich hier wieder an. Fällt mir jetzt ein, ich habe ein bisschen vergessen mitzuzählen, wie oft es verreckt ist. Wäre aber interessant zu wissen. Wie oft ich sie in den Tod getrieben habe. Gestürzt, gequetscht. Komm. Wunderbar. Einmal kurz speichern. Mit 134 fange ich immer noch nichts an. Und so komme ich auch wieder zurück. Optimal. Da ist noch ein Relikt. Altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert.
Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay, jetzt kommen die Oni wieder ins Spiel. Obwohl ich ihn noch gar nicht richtig gesehen habe. Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Jetzt muss ich gerade überlegen, komme ich da so? Bestimmt rund. Bin mal gespannt, wie die abgehen. Die dicken Oni-Dinger. Ah, so, jetzt komme ich da auch rein, ne? Wenn mir die jetzt nicht direkt auf den Kopf knallt. Okay, komm. Das holen wir auf jeden Fall mit. Und das hier auch. Das ist ein Tempozug. Pregia nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende hergestellt. Aha. Das ist nur noch so eine Geldmünze. Ohne Besonderheiten. Na, jetzt mache ich den hier nochmal und guck nochmal, was hier in der Nähe so rumgammelt. Also das hier, na, alles so um das Zielgebiet rum. Ich krieg's echt nicht angeklickt. Das ist der Wahnsinn. Gehen wir einfach mal zurück. Ich hoffe, dass das richtig ist, wo ich hier hinlaufe. Hier. Ne, hier nicht. Irgendwo darüber. Ja, super, einmal im Kreis hier ran, wa? Und hier hinter ist die Schatzkarte. Muss ich doch irgendwie reinkommen, oder? Ah! Geocache. Klappt doch. Noch was. Bergungsgut, ne? Granaten sind weg. So, da kam ich jetzt her. Und da hinten komme ich so nicht weiter. Ich hoffe mal, dass ich da gleich noch dran komme. Von außen irgendwie. Weil hier muss ich hin. Ah. Ist das schon hier das? Nee. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Mhm. Hier sind alle möglichen Kulturen vertreten auf der Insel. Ne? Was war das? Komplette Karte? Lag die da auf einem Stapel. Hammergeil. Sind aber auch vorherige Bewohner. Was war das denn jetzt? Irgendwas gemacht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, irgendwas Besonderes gemacht zu haben an dem Zeug. So, immer noch nicht wirklich mehr Bergungsgut gefunden. Ach, du willst mich ja echt verkackeiern. Was ist denn das? Die Herausforderung.
Habe ich irgendwie nicht richtig verfolgt, dass da noch irgendwas passiert ist. So, jetzt sind wir wieder in der anderen Karte und können hier direkt weiter zubbeln. So, hier hängt nichts mehr irgendwie rum. Gibt es hier noch was zu sammeln? Ja, jede Menge. Irgendwo noch eine Mine. Unten ist noch ein Bergungsgut. Komme ich da denn irgendwie hin? Okay, tot. Das war ein Schritt zu viel. Ah, so einfach komme ich da nicht hin. Keine Diskussion. Packt eure Sachen zusammen. Aufbruch in 10. Na komm. Scheiß Todesfalle. Vielleicht das perfekte Versteck für ein paar entflohene Gefangene. Wenn sie dort sind, sind sie doch sowieso tot. Na kommt. Bruder! Komm her! Da unnötig Pfeile verballert. Immer noch nicht wirklich mehr gesammelt. Ah, irgendwo hier ist noch was. Geocache. Ah, da hinten auf der Ecke. Na. Ich hoffe doch. Okay. Da liegt er. Jetzt bin ich natürlich wieder hier runter gejumpt. Ohne Sinn und Verstand. Oh, der letzte Teil vom Bogen wieder. Muss ich gleich nochmal rüber zum Boot, um die eine Mine mitzuholen. Beziehungsweise kann ich auch mal hier gucken. Nö, hier ist nix. Direkt am Lager ist dann noch was. Auch wieder nach einer Zwischensequenz. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, hat seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles.